Ja, einen wunderschönen guten Tag zu Ellerbach. Ich habe gerade voll den Faden verloren. Leute, tut mir leid. Alte Leute brauchen ein wenig länger. Ja, herzlich willkommen zu unserem neuen Projekt. Ich bin in diesem Projekt diesmal nicht alleine. Ich darf euch vorstellen, mein verehrter Kollege, der Herr Dieter Dose. Und wie ihr seht, werden wir hier den Bereich der Feuerwehr abdecken. Ich würde aber gerade sagen, wir überlassen mal unserem Herrn Dose das Wort. Ja, einen wunderschönen guten Abend, auch von meiner Seite aus. Schön, dich wieder zu sehen, Herr Beule. Auch wenn du zwischendurch eine Beule hast, aber wir kennen uns ja schon lange. Wie gesagt, neues Projekt. Leute, wir werden nichts Großartiges verraten, sage ich euch gleich. Lasst euch überraschen, schaut immer wieder rein, weil es wird interessant, ne? Ja, also interessant wird es auf jeden Fall und wir sind auf jeden Fall daran gelegen, diese Aktion der Polizei richtig real umzusetzen, zumindest so gut wie es eben halt möglich ist. So, zu deiner Beule gerade nochmal drauf anzusprechen, Herr Dose. Da, der Name Dose und Beule trifft sich ja eigentlich ganz gut, ne? Aber gut, was machen wir heute, Dieter? Ja, wir machen auf jeden Fall, würde ich sagen, wir werden mal heute ein bisschen rumfahren, weil ich habe da so ein paar Schlawiners gesehen. Die fahren ja manchmal auch für die besenkte Sau. Aber wir müssen vorher auf jeden Fall am Feld 67 mal vorbeifahren. Da war irgendwas. Da müssen wir sehr wahrscheinlich die Stadt nochmal beauftragen, dass die dort die Absperrung machen, ne? 67 meinst du? Ja, hier gegenüber direkt hier an unserem Feld. Ja, genau, wir haben ja hier, warte mal. Genau, wir haben ja hier so eine große Stelle drin, ne? Ich weiß nicht, ob hier jemand versucht hat, was aufzubauen oder so. Also ich würde gerade sagen, das muss komplett abgesperrt werden. Von hier bis hier vorne hin, bis hier würde ich gerade sagen. Dass da keine Gefahr besteht, oder? Würde ich sagen, dann würde ich nämlich sagen, rufen wir nämlich die neue Stadt an, dann machen wir mal die Straßen so lange dann dicht, dass er hier vernünftig ihm das da hinstellen kann. Genau. Möchtest du anrufen oder soll ich gerade anrufen? Ruf du dir mal an, weil irgendwie stimmt wieder was mit meiner Handyleitung nicht. Weißt du, Netz ist nicht immer so gerade das Beste. Okay, dann machen wir mal bis gleich. Dann können wir gerade mal gucken, welche Fahrzeuge wir nehmen. Also wir wollen ja rumfahren. Sollen wir beide nur die Autos nehmen? Oder sollen wir gleich hier mit dem Radargerät mitfahren? Ich würde sagen, lass uns erstmal den anrufen, denn der soll uns sagen, wann er vorbeikommt, dass wir dann die Straße absperren, eben, dass er es vernünftig machen kann. Ah ja gut, okay, dann würde ich sagen, einen kleinen Augenblick, ja? So, ich bin sofort wieder zurück. User left your channel. So, liebe Zuschauer, wie gesagt, wir sperren jetzt gleich die Straße dort. Gucken, dass jetzt der Kollege dort mal jetzt anruft. Und derzeit können wir mal eben schnell hier noch in Ruhe den Kaffee trinken, schon mal Heizung im Auto anmachen. So. Unser Auto ist noch heile. User joined your So, da channel. bin ich wieder. Sehr schön. Und? Ja, der kommt jetzt gleich sofort. Irgendwie so 2, 3 Minuten wäre er da. Wäre schöner, wenn du aus dem Auto rauskommst. Ist einfacher, dich mit dir zu unterhalten. Ja, geht doch. Also, der kommt jetzt direkt vorbei mit dem Auto. Jetzt ist gerade noch auf dem Hof. Und ja, ich habe ihm gesagt gehabt, dass es hier um eine Absperrung geht. Da würde ich gerade sagen, warten wir jetzt erstmal ganz kurz. Wir fahren schon mal die Fahrzeuge raus. Gucken, ob alles in Ordnung ist und dann können wir auf den guten Mann gerade warten, oder?
Ja, würde ich sagen, dass wir das da vernünftig abgesichert haben. Genau, nehmen wir beide die Fahrzeuge, oder? Ja, geht ja nicht anders, ne? Okay, machen wir so. Dann warten wir. Bis gleich. So, auch mal gucken hier. Erstmal Fahrzeugkontrolle machen. Okay. Geht auch. So. Ich würde sagen, und da haben wir das schon im Salat. Scheibengleis, da wird festgefahren. So sollte es natürlich nicht stattfinden jetzt gerade. Aber okay. Herr Kollege, kommen Sie da noch raus? Ja, funktioniert, aber ich komme hier gerade nicht raus. So sollte es natürlich jetzt gerade nicht sein, dass ich mich hier festfahre. Ja, es war dann doch tiefer als gedacht. Kannst du mal versuchen anzuschieben? Ah ja, danke schön. Jetzt kommst du nicht raus. So. Dann kommst du raus? Wir mal hoffen jetzt, ne? Es sieht sehr lustig aus, muss ich schon mal sagen. Ah, so. Ich würde sagen, wir bleiben jetzt. Ah, guck mal, der Herr Schröder ist schon da. Aber User joined stimmt. your channel. Moin. Grüß Gott, den Herrn Schröder, den ich gerade am Telefon hatte, ne? Jo, genau. Hallöchen. Und zwar, wir hatten gerade schon das erste Malheur, aber warten wir gerade auf den Kollegen hier. Kommen Sie mal gerade mit, bitte. Jo. Oh. Und zwar haben wir hier eine Herausforderung. Ich hatte mich gerade auch schon hier festgefahren. Ich weiß zwar nicht, was das Ganze darstellen soll, aber hier kann man sich festfahren, hier rutscht man ab. Das müssten wir eventuell definitiv absperren. Ja, auf jeden Fall. Wir müssen das absperren und dann mal gucken, dass wir das irgendwann mit nötiger Zeit, mit dem Antrag, dass wir das vielleicht dann beheben sogar. Genau, also ich täte sagen, dass wir das irgendwie hier vorne oder bis zu einem weißen Pfeiler da vorne machen. Ja, genau, bis Und zu der wenn Sie mal gerade mitkommen, Straßenbarke. bis hier vorne hin am besten, weil hier ist auch so ein Schlagloch drin, ne? Ja, genau. Machen wir es am besten von dem Weg aus bis nach hinten, hinter Ihrem Auto zu dem Straßenbarke und dann passt Genau. das. Ja gut, dann danke ich Ihnen auf jeden Fall. Sie kümmern sich da, müssen wir irgendwie die Fahrzeuge stehen lassen oder so? Nee, erstmal nicht. Das würde ich dann gleich. Ich hole eben einen Absperrwagen und dann passt das. Okay, dann würde ich sagen, danke ich Ihnen erstmal. Jo, bitte, bitte, kein Ding. Ja, ciao. Tschüss. Schön. Ja, schön. Wieso lacht denn kein Schön? Mit dir will er heute nicht reden, Herr Dieter. Dose, was ist das? Ja. Ja, schon, nee, ich habe nur Tschüss gesagt. Ich sage das immer doppelt und dreifach, weil kurz vor der Demenz, wissen Sie, meine Rente ist ja auch nicht mehr. Tschüss, 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 tschüss. tschüss. Adieu. Dieter. Ja. Aber nicht, dass das hier zur User Gewohnheit wird left your wegen der channel. Demenz und so, ne? Nee, da mach dir mal keine Sorgen. Ich habe auch schon Pillen geschluckt, die sind richtig hammergut. Nicht, dass du hier noch vergisst. Naja, egal. Lassen wir das. Ich würde sagen, dann gehen wir beide zur Kontrolle. Würde ich sagen, guck mal, da kommt nämlich schon der Erste. Da gucken wir den mal gleich uns an. Ja, genau. Dann würde ich sagen, wir stellen uns ansonsten auch zum Orts. Ja, tschüss. Du weißt, dass wir auch ein Funkgerät haben, ne? Ja, ich weiß, dass wir hier ein Funkgerät haben, aber guckst du, der kommt gar nicht hier hin. Ich glaube, wir fahren mal zu dem. Was hältst du denn davon? Ja, das war so jetzt meine Idee. Den kontrollieren wir jetzt mal.
Machen wir eine allgemeine Verkehrskontrolle hier. Ah, guck an hier. So, User left your channel. Schönen guten Tag, Herr Eber. Eine Verkehrskontrolle. Wir wollten uns mal hier Ihren Traktor anschauen. Ach so, ja, ist gerade keiner da. Ich würde gerne in meinem Ortsteil Wasser tanken, bloß das geht leider nicht. Wie heißen Sie denn überhaupt, junger Mann? Eber ist mein Name. Herr Eber. Also das müssen wir definitiv hier nochmal einmal nachprüfen, ob Sie denn überhaupt hier Wasser tanken dürfen. Da werden wir uns mal an die Stadt wenden. Bitte kommen Sie mal einmal von der Straße hier runter, Herr Eber. Weil wenn hier in Ihrem Tank irgendwelche anderen Flüssigkeiten drin sind, und Sie das hier verunreinigen, das können wir so nicht durchgehen lassen, ne? Nehmen wir ein Altöl, bin, sorge ich woanders. Herr Eber? Ja? Ich glaube, wir müssen mal hier Ihr Fahrzeug ein bisschen genauer unter Kontrolle nehmen. Gib Ihnen mal einen heißen Tipp, fahren Sie mal über Feld 113 vorbei, da liegt ein Haufen Scheißdreck auf der Straße. Das würde Sie viel mehr interessieren. Herr Eber, Dieter hier, ne? Polizeihauptkommissar. Ihre Tonweise, so können Sie doch nicht immer sprechen. Wir werden natürlich auf jeden Fall Ihren Hinweis nachgehen, auf jeden Fall. Aber, ne, ein bisschen. Ja, also, ich denke mal, so, wenn ich mir hier den Traktor hier angucke. Ja, die Bereifung geht noch, sind auch nicht abgefahren, also, das ist grüner Bereich. Alles markiert hier. Ja, ja. Na ja, gut. Also ich würde sagen, das belassen wir jetzt erstmal so. Herr Eber, wir werden uns auf jeden Fall hier nochmal mit Ihnen in Verbindung setzen. Jawohl. Können Sie mal dem Herrn Dose bitte die Telefonnummer geben? Mach ich. Weil sobald wir hier mit jemand von der Stadt gesprochen haben, weil gucken Sie mal hier, hier, Dieter, guck mal. Ja, was hast du? Guck dir mal diese Flecken hier an im Wasser. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Das sieht nach Öl aus. Das sind Steine. Herr Eber, Herr Eber. Ja, auch. Also das. Ah ja, okay, doch, das sind Steine. Das sind Steine. Vorne sah das nicht so nach Steinen aus, das sah dann so nach Öl aus. Aber ja, wollte ich gerade sagen, das sah wirklich nach Öl aus. Aber okay, wenn da Steine sind, dann wollen wir da nochmal ein Auge zudrücken. Genau, Herr Eber, wie gesagt, wir werden uns dort nochmal mit Ihnen in Verbindung setzen. Handynummer haben Sie dem Dieter gegeben, Herrn Dose? Jawohl. Gut, dann danke ich Ihnen für Ihre freundliche Art und ich würde sagen, wir sehen uns wieder. Ja. Gleichfalls. Okay. Tschüss. Komm, Dieter, nicht, dass er dich noch hier überlaufen wird. Channel switched. User joined your channel. So. Hörst du mich wieder? Ja, ich höre dich wieder. Also, ich weiß es ja nicht. Also, wir werden hier auf jeden Fall mal einen Bericht schreiben. Und dort mal mit der Stadt nochmal Rücksprache halten. Und ob der denn überhaupt hier ein Wasser laden darf, ne? Ja, dann müssen wir uns nochmal schlau machen. Guck mal, vielleicht ist ja der gute Mann noch hier vorne. Ja, so ein Fahrzeug? Ah, guck mal, da ist er. Der Schröder ist da. Können wir gleich mit ihm mal sprechen. Ganz schnelle Sorte hier. Dann stellen wir uns mal gerade hier an der Seite. So. Dann. User left your channel. Herr Schröder?
So, die sind sich jetzt am Unterhalten. Channel switched. Wie man das am besten regeln könnte, weil normalerweise gibt es ja an den Höfen sonst auch so Hydranten, wo man Wasser rausholen könnte. Dass man halt, das ist aber glaube ich auch abgemacht mit der Stadt, dass man ein Hydrantengesetz bekommt und dass man da dann kostenlos Wasser abzapfen kann. Ja gut, dann müssen wir das nochmal im Auge behalten, sobald wir den Bürgermeister dann irgendwie mal sehen, dass wir da mit dem mal Rücksprache halten. Genau, das würde ich auch sagen. Gut. Dann danke ich Ihnen erstmal für die Auskunft, Herr Schröder. Wir sehen uns. Dankeschön, dass Sie so schnell gehandelt haben hier. Jo, bitte, bitte. Ja, Immer wieder so. gern. Dieter, machen wir weiter. Kontrolle, Verkehrskontrolle. Ja, auf jeden Fall, ne? Gehen wir erstmal wieder. Jo. User left your channel. Channel switched. Dann wollen wir mal gucken. Dieter? Ja, ich höre dich. Gut, dann, ja, wo sollen wir hin? Fahr du mal vor. Genau, komm mal, lass mal vorfahren, jo, Absperrung ist okay. Lass unsere Dienstfahrzeuge heile, ne? Musst wieder schubsen kommen. Ich weiß zwar nicht wo, aber doch vorne. Aber ich komme nicht raus. ja. Man könnte gerade sagen, das ist mein erster Tag bei der Polizei. Ja, und jetzt hängst du. Nee, doch nicht. Dankeschön. Ah, ja, jetzt hänge ich. Ja, warte, ich stimme Anlauf. Mit Gleitgel oder ohne? Scheiße. Ja, jetzt. Also, ich glaube, unsere Fahrzeuge müssen wir dringend hier zur Werkstatt bringen. Ja, und ich würde sagen, fahr du doch lieber mal Nee, ich habe ein vor. anderes Problem. Okay, Leute, technische Probleme haben wir jetzt hier gerade. Ja, die müssen wir gucken, dass wir die gleich außerhalb. Dankeschön. Kommst du da weg? Oh, hier ist aber echt ein technisches Problem. Das sehe ich jetzt auch gerade. Ja, wir sind eh so gut wie am Ende. Ich denke mal, wir müssen hier gerade einen Cut machen. Ja, auf jeden Fall. Liebe Zuschauer, wir danken euch erstmal für die Folge zum Zuschauen. Wie gesagt, die Polizei muss jetzt hier mal das Problem lösen und neue Dienstfahrzeuge bestellen, weil ja, die sind nicht gerade mal die besten. Okay, liebe Leute, wir sind raus. Ich hoffe, euch hat die erste Folge gefallen. Und natürlich geben wir weiterhin unser Bestes, dass ihr ein wenig mehr Spaß und Folgen habt. Denkt daran, aller Anfang ist schwer. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Bis denn. Ciao, ciao. Schaui und vergesst nicht, ein Däumchen da zu lassen.